Ich bin ja mit 99% der Dinge, die die Grünen in Deutschland so propagieren, nicht einverstanden. Aber was sie bis vor dem Ukraine-Krieg propagierten, das kann ich zu 100% unterzeichnen, nämlich keine Waffen in Krisengebiete, keine Waffen und Munition in Kriegsgebiete. Das kann ich zu 100% unterschreiben und dies als ehemaliger Militär, denn ich habe mir viel Gedanken gemacht, als ich Soldat war, wie das denn so sein wird, wenn es mal richtig kracht. Das unterscheidet mich und viele andere auch von diesen Politikern, ja, vom Zuschnitt einer Ricarda Lang, die nicht einmal einen Berufsabschluss hat, von einem Pistorius, der eine Gurke von einem Sturmgewehr nicht unterscheiden kann, und von gerade Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, der Wehrdienstverweigerer war und sich jetzt als jemand erweist, zusammen mit seinem Verteidigungsminister von der SPD, Pistorius, als jemand, der unglaublichste Mengen an Munition an die Ukraine liefert, um dort diese Knochenmühle, diese Zerfleischung, dieses Sterben, insbesondere der Ukrainer, weiterhin am Laufen zu halten. Und dies nicht im Interesse Europas, dies nicht im Interesse der Ukrainer und schon gar nicht der Russen, dies im Interesse von Leuten, die jetzt richtig Geld verdienen. Ich hatte es schon mal in einem Vlog angesprochen, dass die Waffenindustrie insbesondere in den USA boomt. Es wird sehr, sehr viel Geld damit verdient. Und das ist ja immer, was so passiert in der Welt. Wenn der kleine Mensch leidet, musst du nur der Geldspur folgen und dann weißt du schon, cui bono, wem nutzt es? Es ist eine schlimme Angelegenheit und ich verurteile dies von ganzem Herzen.